Wir sind unter schwerem Beschuss! Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Hab mit dir erst gewettet, dass du längst tot bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt, wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Damit du es weißt, wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. An die Arbeit. Wie du weißt, gehört es zu den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem DNI? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Richten wir Schaden an. Du hast eine neue Cyberfähigkeit. Kernfeuer. Probier das mal bei diesem Feinden da vorne. Granate! Achtung! Dein Kernfeuer hat ihnen die Hölle heiß gemacht. Gut gemacht. Du kommst mir nicht. Cyberfähigkeit in deinen Kern geladen. Glühwürmchen. Ein Schwarm brandstiftender Nanobots. Setz sie frei und du wirst sehen, wozu sie fähig sind. Die Glühwürmchen haben einen kurzen Prozess gemacht. So macht man das. Zweite Cyberfähigkeit in deinen Kern geladen. Glühwürmchen. Ein Schwarm brandstiftender Nanobots. Setz sie frei und du wirst sehen, wozu sie fähig sind. Die Glühwürmchen haben einen kurzen Prozess gemacht. Pack das! Wir machen einen Soldaten aus dir. Licht aus.
Sie setzen Rauchgranaten ein! Wenn du zur verbesserten Sicht wechselst, bist du im Dunkeln oder Rauch nicht mehr blind. Wie wär's damit? Jetzt musst du dir nie mehr Sorgen machen, was im Dunkeln lauert. Langsam gefällt's du dir! Feindliche Bots kommen durch die Wände! Mach so weiter! Party ist noch nicht vorbei. Bewegung! Bots sind auf dem Waggon. Verleg sie! So macht man das. Pack das! Da kommen sie! Heute nicht! Du kommst mir nicht so nahe. Ach, gute Nacht! Anscheinend sind sie hier durch in die Wasseraufbereitungsanlage gekommen. Mir nach! Zieh besser den Kopf ein. Du bist hart, aber nicht unsterblich. Eine Kugel im Kopf bringt dich zu deinem Schöpfer. Alles klar. Gar nicht schlecht, Neuling.
Zieh besser den Kopf ein. Du bist hart, aber nicht unsterblich. Eine Kugel im Kopf bringt dich zu deinem Schöpfer. Alles klar. Hounds auf der Arbeitsebene. Mach so weiter! Die setzen uns richtig zu! Zieh besser den Kopf ein. Du bist hart, aber nicht unsterblich. Eine Kugel im Kopf bringt dich zu deinem Schöpfer. Alles klar. Hounds auf der Arbeitsebene. Gut gemacht. Heute nicht. Gut gemacht, Mann. Und jetzt greif auf die Tür zu. Was ist das für ein Ort? Hier. Es ist alles passiert. Der Computer da drüben sollte Aufschluss darüber geben, wie sie den Sprengstoff reingebracht haben. Los, verbinde dich. Die Roboter! Sie haben die Roboter gehackt! Sie haben den Sprengstoff reingebracht! Weißt du, was ironisch ist? Eigentlich hat der Angriff der Terroristen die Entwicklung der VR-neuralen Netzwerkinitiative beschleunigt. Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir wahrscheinlich nicht mal das Cybersoldatenprogramm. Augenblick. Es ist 7:25. Du hast etwa 5 Minuten. Du warst schon mal hier, Neuling. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden, glaub mir. Sie sehen dich auch als Feind. Wenn das real wäre, hättest du jede Menge Zivilisten auf dem Gewissen. Niederschlag ist eine weitere Cyberfähigkeit von dir. Probier sie mal bei diesen Bots aus. Achte auf deine Flanke, sie kommen durch die Fenster. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden, glaub mir. Sie sehen dich auch als Feind. Niederschlag ist eine weitere Cyberfähigkeit von dir. Probier sie mal bei diesen Bots aus. Achte auf deine Flanke, sie kommen durch die Fenster. So schaltest du deinen Feind schnell aus.
Feinde klettern an den Seiten hoch. Hübsch. Du hast ihn raus, denke ich. Nutze die Erschütterungswelle, um mehrere Feinde gleichzeitig auszuschalten. Der neurale Netzwerkprototyp befindet sich im Waggon direkt unter dir. Er könnte durch 6 Zoll CNT geschützt sein, aber dass die Bombe hochgeht. Du beeilst dich wohl besser. Schöner Niederschlag. Direkt ins Schwarze. Rücken. Du bist fast beim Sprengsatz angekommen. Hast du gesehen, wie das die Scheißkerle umgehauen hat? An dem Ding ist eine Bombe. Wenn ich es hacke, wegschaffe oder den Waggon losmache, wird es hochgehen. Das ist zu viel. Selbst mit einem Computer im Kopf. Zu wenig Zeit. Es ist eigentlich ganz einfach. Moment. Das ist eine Magnetschwebebahn. Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre. Zug verschwinden können. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Manchmal muss man einfach loslassen. Taylor, wie geht's dem Patienten? Den Umständen entsprechend. Ich erwarte mehr. Das ist doch wohl klar. Willkommen zurück. Du wirst für die OP vorbereitet. Alles wird gut. Hendrix wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Er hat sich freiwillig gemeldet. Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leugnet, Truppen in die Region geschickt zu haben und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser Pattsituation. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfestellung zu leisten. Wie lange machen wir das jetzt, Hendrix? 5 Jahre, grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben.